So, und da habe ich mir mal gedacht, ich tue einfach mal aus Langeweile die Gleise, die ich euch angeboten habe oder die ich verkaufen will, habe ich einfach mal zusammengesteckt. Nein, ich baue mir keine H0-Platte auf. Das ist einfach nur ein Test, ob die Schienen gut sind. Und wie man sieht, DDR-Gleis anno 1960. Ohne einen Aussetzer, nichts. Hätte ich nicht gedacht. Und der DGV, den ich für 30 Euro gekauft habe, da läuft auch einwandfrei. Mal runtergehen. Hast du gewusst, dass beim Video sogar die Lampe geht? Das habe ich nämlich nicht gewusst, dass man die Lampe auch fürs Video verwenden kann. Doch, ich glaube, aber sowas braucht man ja nicht. Jetzt schon. Ja, jetzt. Was sich aber aufgefallen ist, ich habe auch meine IC-Waggons auf die Gleise gesetzt. Und die fliegen aber raus, komischerweise in der Kurve. Ich denke mal, das liegt daran, dass sie nicht so einen hohen Radius schaffen. Was sagst du? Mein Nachbar ist da. Und wehe, der Stuhl wird verrutscht. Also ihr seht, die Gleise sind top. Sind zwar ein paar dabei, die leicht verrostet sind oder sagen wir mal Flugrost haben, aber das stört diesen Zug überhaupt nicht. Der dreht seine Runden. Und was für welche?